Der deutsche Schauspieler und Schriftsteller Peter Reusse starb am 11. Juni 2022 im Alter von 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit. Seine Schauspielkarriere in Theater, Film und Fernsehen erstreckte sich von den 1960er Jahren bis 1993 und umfasste mehr als 70 Film- und Fernsehproduktionen. In seiner ersten wichtigen Hauptrolle als Filmschauspieler, der des Peter Naumann in dem Filmdrama Denk bloß nicht, ich heule, spielte er einen Schüler. Dieser Film wurde aufgrund seiner kritischen Haltung verboten und kam erst 1990 zur breiten Aufführung. Erst 12 Jahre später, 1977, bekam er seine zweite Filmhauptrolle in Ein irrer Duft von frischem Heu. Die Komödie wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des DDR-Kinojahres 1977. Neben seinen Arbeiten auf der Bühne und in Film und Fernsehen betätigte er sich als Synchronsprecher, wo er Pavel Trafenig in den Märchenfilmen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Schneeweißchen und Rosenrot seine Stimme jeweils in der Rolle des Prinzen lieh. Daneben arbeitete er auch als Hörspielsprecher. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.